Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben schon eine Menge Content mit diesem jungen Mann abgedreht. Ja, wobei das Video kommt als erstes wahrscheinlich auf deinem Kanal. Oder? Welches Video? Das, was wir gerade drehen. Das Video kommt als erstes? Vor dem Talk-Video. Nein. Okay, sorry. Das ist dein Kanal. Das Schlimme ist, ich weiß selber nicht, ob was auf meinem Kanal kommt. Nein, ich glaube, wir machen als erstes das Talk-Video. Okay. Das habt ihr dann schon gesehen. Leute, ihr wisst Bescheid, das ist alles ein bisschen chaotisch hier. Irgendwas werdet ihr auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall ist der jetzt junge Mann entweder schon auf meinem YouTube gewesen oder in nächster Zeit auf meinem YouTube. Aber wir wollen heute eine Frage klären, die, glaube ich, ganz viel unter den Fingernägeln brennt. Und zwar, kann Wolvert in die Classic? So, ich habe hier den jüngsten Classic-Pro, den Deutschland je hatte. 22 Jahre alt, Lukas Reger. Und ja, wir machen gleich mal ein Posing zusammen, dann sieht man mal so ein bisschen den Unterschied, hoffe ich, dass man das erkennt, dass ich kein Classic-Athlet bin. Und danach stelle ich nochmal, ich kann so ein bisschen klassisches Posen, glaube ich. Okay. Mache ich dir ein paar Posen vor und du erzählst den Zuschauern mal, ob ich eine Chance hätte, in der Classic mich zu platzieren. Ja. So, wir ziehen uns aus, jetzt gibt es hier ein paar nackte Männer zu sehen. Rücken trainiert, wenn ihr das übrigens sehen wollt. Ach stimmt, Rückentraining ist bei dir und ein Talk-Video ist auch noch bei dir. Und bei dir auch noch ein Talk. Und bei mir ist auch ein Talk-Video. Da wissen wir nur nicht, ob das schon draußen ist. Vielleicht. Was ist denn mit deinem Kanal? Was kommt dann zuerst? Keine Ahnung. Wir haben voll die Ahnung. Aber also auf jeden Fall auch hier Luca Reger bei YouTube abonnieren. Er gibt auf jeden Fall ordentlich Content hier. Ja, genau. Jetzt schauen wir mal drüber, ob ich mithalten kann, was Fleisch angeht und ob er mithalten kann, was Linie angeht, oder? Jawohl, ab geht's. Das sagen wir noch dazu. Ist vielleicht interessant. Du bist knapp über 7 Wochen vor dem Wettkampf. Schatz, 7 Wochen? Ich weiß es, ich mache doch den gleichen Wettkampf. Ich habe mehr. Ja, okay. Und ich habe 3 Wochen weniger, beziehungsweise ich mache dann auch seinen Wettkampf, aber ich habe 3 Wochen vorher schon den ersten. Genau, dich sehen wir zuerst auf der NPC Deutschen, das ist nämlich auch eine Classic Pro Show. IFBB, NPC, wie es Amateur. Ja, gut, NPC Deutsche. Ich bestehe drauf. NPC Deutsche und es ist eine Pro Show, habe ich gesagt. Nein, nein, es ist die Deutsche vom NPC. Ja, ja, aber die Pro Show ist eine Classic Pro Show. Ja, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Er startet natürlich auf der Classic Pro Show, also. Als Profi. Genau. Und danach mache ich die gleiche wie du noch. Aber M-Pro. Genau. Sind 7 Wochen? Ja, Samstag 7. Oder Sonntag, glaube ich. Sonntag. Sehr gut, du bist noch gut in der Zeit. Also, Frontline ab. Macht der Quarter Turn in der Classic? Ja, Quarter Turn. Quarter Turn. Ich würde mich gerne selber sehen können. Quarter Turn? Ja. Arm zum Front. Front oder Bizeps. Squat. Side chest. Triceps? Das sind ja mal die Abgelagen. Brass Back Double. Aha! Können wir das bitte für Max? Liebe Grüße an Max Matzen. Habe ich gestern auf der Bavue mit ihm gepostet. Was kommt jetzt als nächstes? Back Double. Back Double. Und dann Trizep. Und ich genau. Mache Classic und ich kann die Abgelagen. Und ich habe es genauso gesagt und Max hat mich korrigiert und meinte, es kommt die seitliche Trizeps. Ja. Liebe Grüße. Bist du 100% Max. Sicher? 100%. Liebe Grüße an Max. Du hast keine Ahnung. Das ist keine Ahnung. Spaß. Er kennt mich gar nicht und ich mache ihn im ersten Video fertig. Richtig so. Spaß. Back Double Biceps. Alles gut. Das war eine Hasspose. Ich liebe die. Ganz gut. Ich finde die so geil, wenn du auch atmen kannst und so. Ohne. Finde ich geil. Und du musst dich auf dein Gesicht raus zum Atmen. Side triceps. Auch Beine. Hast du eine Mouse Mask genommen? Alles klar. Thank you.
mal nicht geklaut. Ich habe auch deine Bodybuilding-Pose nicht gemacht. Kannst du Twisted Back Double? Ja. Kannst du? Ja. So. Okay, was gibt's noch? Das war's. So, das ist die Kamera. Wir haben hier ein paar Zuschauer. Ich könnte mal sagen, was ihr meint. Ja, Albert, wer hat gewonnen? Oh, Albert ist mein Athlet. Das ist eine böse Fangfrage. Ihr seid unparteiisch. Kommt mal her. Wir müssen, glaube ich, das Mikro geben. Ja, ich halt hin. Du bist trocken auf jeden Fall. Ja, er ist besser in der Zeit. Ich würde sagen, von hinten auf jeden Fall du, also das war schon geisteskrank. Von hinten habe ich gewonnen? Ja, auf jeden Deine Fall. Deine Härte ist, glaube ich, besser. Ja. Also, ja, gar nicht so schlecht hier, ne, oder? Also vom Fach. Wir sind Pros, ja. Wo? IFBB. IFBB Pros? Dann sehen wir uns auf der Bühne. In der Bikini-Klasse. geil. Nee, wir haben vorhin schon gesagt, er ist, glaube ich, auch wenn ich näher am Wettkampf bin, du bist, glaube ich, ein Tick zeitlich besser dran. Ist gar keine Ausrede, ist auch egal, an Tag X zählt, ich war krank, ich bin ein bisschen... Nicht hinterher, aber letztes Jahr um die Zeit war ich härter. Wie gesagt, das ist gar kein Thema. Also hole ich easy noch auf. Aber du bist, glaube ich, tatsächlich einen Tick besser in der Zeit noch. Sieht man, dass wir in unterschiedlichen Klassen starten? Gar nicht so. Ja, vielen Dank. Ihr könnt wieder gehen. Für wen ist ein Kompliment? Ist ja, für dich. Nee, er macht Classic-Physik und ich mache die Bodybuilding-Klasse. Ach so, ja, okay. Ich dachte, jetzt ein Gewicht. Gewichtsunterschied jetzt? Ja. Ja, weil er größer ist tatsächlich, ich bin nur 1,5 Kilo schwerer gerade, aber er hat ein Gewichtslimit und ich habe eigentlich... Du bist eigentlich halt ein bisschen härter und ich bin größer. Ja, du hast auf jeden Fall einen niedrigen KFA. Ich habe niedrigen KFA, aber ich habe auch kein Gewichtslimit. Also über 96 Kilo kann ich wiegen für Open Bodybuilding. Mhm. Ja. Ja, geil. Kennt euch echt ein bisschen aus, ne? Ja, ein bisschen. Und jetzt die Frage, die du wissen wolltest. Ja, jetzt musst du mal, ich mache jetzt ein paar Posen vor, du sagst ja? an, ich pose einmal. Okay. Du kennst ja alle Classic-Posen. Ich kenne die Classic. Und dann gibst du mal hier eine Einschätzung, machen wir so. Ob Wolfert in der Classic starten kann. Kannst du die Füße mal beschlagen? So. Also, danke dir. Welchen ersten Bikini-Wettkampf habt ihr euch ausgesucht? Will einer mal kurz sein Eyelock zeigen hier? Ja, ich habe eine Vorbilder dabei. Scheiße, ich wollte raus. So. Wir brauchen die Quarter Twins nicht mehr, oder? Mach's auch Front Double. Front Double ist der erste? Ja. Die Linie ist sau stark, Mann. Side Chest. Das Bein, ey, wie das da flackert. Back Double bei. So, Schwade. Erfenzei. Und your favorite classic pose. Die Form sah gut aus. Schaut doch gut aus, Mann. Das haben wir. Und die auch. Also, man sieht, dass du kein Classic Bodybuilder bist, aber nicht, weil die Linie schlecht ist. Sondern weil du halt einfach zu viel hast. Also wenn ich dich jetzt anschaue, dann sage ich, natürlich machst du Open Bodybuilding. Aber das ist ja in dem Fall ein Kompliment. Und für die Classic müsstest du halt natürlich abwerfen. Aber du bist jetzt, glaube ich, strukturell nicht limitiert für die Classic. Also wenn ich im Rentenalter nochmal ein paar Kilos abschmeiße. Ja, also die Linie ist echt gut. Meinst du, die Linie passt? Also klar, ich meine, es ist jetzt... Zum einen natürlich ist die Frage, gut, das ist ja eh nicht die Frage, du willst ja gar nicht wechseln. Das müsste man dann sehen, wenn du jetzt abschmeißt, wie es dann ausschaut, ob das reicht, um ganz nach oben zu kommen, aber deine Linie wäre safe gut. Es gibt 100% Classic Pros, die eine schlechtere Linie haben, 100%. Und man muss natürlich auch anschauen, wenn du jetzt, also sagen wir jetzt, du würdest sagen, hey, du hast keinen Bock mehr so viel Fleisch rumzutragen, rumzulaufen, man muss dann natürlich trotzdem schauen,
wenn du mal die Muskulatur hattest und abwirfst, ob das dann das Ganze noch so wirkt. Weißt du, es ist dann nicht mehr vielleicht so dieser ultraplastische Look, wenn du mal 10 Kilo mehr hattest, du weißt, was ich meine. Ja, Hoffmann, voll das gute Beispiel. Genau, aber rein ansonsten, also du hast für Open eine richtig gute Linie. Ja, geil. Und hättest du zum Beispiel von Anfang an gesagt, du machst Classic, hätte ich mir gut vorstellen können, dass du das auch machen hättest können. Sag jetzt mal von meiner Meinung aus. Nehme ich. Finde ich gut. Ja. Open Body mit einer schönen Linie. Ja, voll. Ja, geil. Mega gut. Und da bin ich auch Fan davon, also gerade von so... ist es ja auch wieder mehr am Kommen, so die Samson Dauder Dings und so. Aber dass du halt auch in der Classic, dass du halt auch in Open trotzdem nicht ausschaust, ja, wie ein Scheißhaufen so. Ja. Und dass es trotzdem irgendwie eine Struktur hat und Linie. Tschüss, und ein Double Biceps war gut. Ja, mega gut. Wenn ich bringst du mir gleich nochmal bei. Was? Die Back Double? Mir gleich nochmal richtig nee, sah richtig gut aus. Ja, perfekt. Also ich hätte nur mein Bein bisschen anders, ich habe gesagt, warte. Du warst sehr... Ah, das habe ich nicht verstanden. Du ja. warst sehr, sehr weit unten mit deinem Fuß so und ich würde es halt ein bisschen... Ja, vielleicht machen wir gleich nochmal die Kamera aus, das ja. nenne ich nochmal ein, zwei Posen. Ja. Ja, geil, Leute. Hammer. Hoffe, es hat euch gefallen. Die Abmoderation ist dein Kanal. Du kannst auch meine Kanal abmoderieren. Kauf mal HP. Nein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, die ganzen Videos, die wir gemacht haben, die kommen auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal. Also und bei dir auch. Bei dir abonnieren, bei mir abonnieren. Ja. Bei HPN mit Luca einkaufen. Und bei, Big Zone mit Dom 10 einkaufen. Bei Planet kriegt er mit Dom 10 Fleisch. Bei Massive kriegt er die fetten Klamotten, die ich heute auch im Training anhatte. Ja. Ich bedanke mich bei den beiden Bikini-Pros, die uns hier noch ein bisschen bewertet haben. Und ihr wisst Bescheid, liken, teilen, kommentieren. Das funktioniert alles nur mit eurem Support. Wir müssen den Schütte bezahlen, der ist arschteuer. Nein, auch mal vielen Dank an den Kameramann, ne, der heute den ganzen Tag hier war. Wir haben heute Content von morgens um 11 bis jetzt gedreht. Also, Thumbs up für Schütte. Gerne auch in die Kommentare reinhauen. Und ja, wir sind raus. Du gehst einkaufen. Du bist noch 2 Tage hier oben im Norden. Ganz genau, kommen noch geile Videos. Deswegen folgt da, du machst noch ein Video mit. Ich habe vorhin gehört, Paul Unterleitner. Ich glaube, morgen vielleicht noch Justin. Ich weiß gar nicht genau. Also, wir werden sehen. Da auf jeden Fall ein Abo da lassen. Wir sind raus. Ich ziehe mir was an. Es ist arschkalt. Ja. Peace. Ciao. Ja.